Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Stalker. Herzlich willkommen bei Aber Nacho. Ihr seht, ich werde hier schon kräftig beschossen von da unten. Aber ich habe auch was... Ich habe was gesehen. Und zwar während ich hier so ein bisschen was... Oh, nein. Geh wieder zurück. Also ihr seht, ich habe... Ja, ich verstehe. Geh mal dahin. Na, lass das. Wo ist er denn? Oh. Ich habe auf meinen Maustasten... Mal schnell nachladen, wa? Ich habe auf meinen Maustasten jetzt Verbände und sowas drauf. Wo ist er denn? Ich sehe den gar nicht. Okay. Aber ich... Ihr seht's, Medikit ist wieder drauf und Verbände habe ich jetzt auch drauf. Ich habe nämlich jetzt mal alle Maustasten passend eingeschaltet. Ah, okay, die kann ich dann entladen. Dann kriege ich noch ein bisschen Munition und noch einen Verband. Sehr schön. Und ich sehe, ja, das mit dem Ruckeln. Ich hatte nämlich tatsächlich jetzt auch mal reingeschaut. Und mal drauf geachtet. Und ich hatte in der Vorschau, also bevor ich aufgenommen habe, schon hier an der Ecke eine starke Ruckelei, so ein starkes Nachziehen. Und jetzt habe ich mal geschaut und habe gesehen, aus irgendwelchen Gründen hatte sich so alles, was mit meinen Grafikkarten zu tun hat, verstellt. Ich weiß nicht warum. Ich hatte dann noch ein bisschen aufgeräumt. Sprich so die ganzen alten Dateien und den ganzen Kram, was halt so temporär angelegt wird, erstmal rausgeschmissen. Da war auch, die wollte ich jetzt eigentlich fallen lassen. Da war auch noch einiges drin. So, was habe ich hier gesehen, während ich das nämlich gemacht habe? Das hier, aha, ist ein Scharfschützengewehr. Und da bin ich froh drüber. Ich habe normalerweise nur 2 Schuss und das ist nicht so schön. Das heißt, da werde ich mal die 762... Doch, die habe ich... Doch. Ich kann mich erinnern, dass ich mich da tierisch drüber gefreut habe, wo ich die 762 gesehen habe, als Munitionstyp, dass ich gesagt habe, hey, ein Scharfschützengewehr. Ja, ich meine, so wäre das gewesen. Wieso weiß ich da heute nichts mehr von? So, da hinten, die will ich jetzt einfach mal in Ruhe lassen, da muss ich ja nicht vorbei. Und, hier muss ich jetzt gucken. Hier muss ich nämlich hoch. Ich hatte, das war auch, wie ich das hier nachgeguckt habe, da oben festgestellt, den Code dafür habe ich ja gar nicht. Also nicht wundern, dass ich das jetzt nicht nochmal versuche, weil ich wollte halt das ein bisschen ausprobieren und habe mich dann quasi immer, deswegen den Typen, den habe ich 50 Mal erschossen bestimmt, hier hingestellt und habe dann immer diesen hier gemacht, die ganze Zeit, um zu gucken. So, und hier war das dann, lief das dann etwa so ab, also ich war an der Ecke gewesen, ja, und dann stand er kurz und puff, dann ging er dahin. Also dieses langsame Hin und Her hat er nicht mitgemacht. Aber nur an dieser Ecke. Das hatte mich gewundert. Sehr gewundert. Naja. Jetzt scheint es wieder so weit zu laufen. Es scheint wieder flüssig zu sein. Ihr kriegt wieder ordentliche Qualität. So wie sie das gehört. Und dann ist alles ganz gut. Ich habe allerdings versuchsweise nochmal so 2, 3 Sachen umgestellt. In den Rendering-Einstellungen. Jetzt mal so versuchsweise. Muss ich mir die Videos tatsächlich mal angucken. Ich mache, also die Videos angucken, tue ich in der Regel nicht. Das mache ich halt so zwischendurch zur Kontrolle, tue ich mir das ein oder andere mal angucken. Aber ich weiß ja... Ich weiß ja, was ich gemacht habe. Und weil ich das weiß, na, ist es für mich persönlich dann natürlich langweilig, das wieder anzuschauen. Obwohl, also wenn ich manchmal höre... Wollt ihr mich veräppeln? Geht weg. Die tun mir gar nichts, oder? Die können mir gar nichts tun, oder? Die explodieren vorher immer. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Fledermaus auf Füßen. Tatsache. Ist ein Geister? Jo. Sind Geister. Wir tun nichts. Alles gut. Und ich habe tatsächlich festgestellt, ich habe ja einen 970er. Ich habe übrigens keinen 918, 970er GTX drin.
Da hatte ich mich die ganze Zeit mit der Bezeichnung vertan, wenn mich einer gefragt hat. Und geh halt weg. Und hab dann festgestellt, ich habe hier im SLI-Verbund drin, 2 Stück. Und hab dann heute erstmal festgestellt, ich habe seit 2 Jahren 2 970er im SLI drin. Fast 2 Jahre. Und weil ich hatte noch eine hier und naja, die war, wie ich die Komponenten von dem Computer zusammengekauft habe, habe ich dann ganz guten Rabatt gekriegt und dann hat die 970 nur die Hälfte gekostet, habe ich mir die zweite dazu geholt. Also durch den Rabatt halt. Dann habe ich gesagt, naja, dafür kannst du sie mitnehmen. Und hab dann jetzt festgestellt, die zweite lief die ganze Zeit gar nicht. Die war drin, auch als SLI verbunden, aber ich hatte die für die Physik-X-Berechnung reserviert, dachte ich, und habe dann jetzt festgestellt, die Grafikkarte 2 ist eigentlich die Grafikkarte 1. Das heißt, ich hatte meine Grafikkarte, wo eigentlich alles drüber läuft, womit ich die ganze Zeit gearbeitet habe, die hatte ich für Physik-X reserviert und lief aber nicht, weil die auch die normale Arbeit die ganze Zeit übernommen hat. Also die Einstellung war falsch. Das war total bescheuert. Naja, und das habe ich jetzt mitgekriegt. Heißt aber auch für mich letztendlich, dadurch, dass ich diese Einstellung hatte, versehentlich, das ist Ströme, okay. Der Ruckler war jetzt auch im Spiel. Heißt aber für mich letztendlich, dass die deutlich bessere Leistung hatte, als immer angesagt wurde, auch als ich selber gedacht hatte, weil die hatte irgendwie, obwohl sie diese falsche Einstellung hatte, wunderbar funktioniert die ganze Zeit. Warum jetzt allerdings sämtliche Einstellungen geändert wurden, die ich damals vorgenommen habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren sie geändert. Und jetzt habe ich es halt ordentlich gemacht. Ich habe aber jetzt keine mehr für die Physik X reserviert, weil dann laufen sie eben nicht im SLI, sondern ich habe jetzt tatsächlich wieder im SLI laufen, so wie es ursprünglich auch angedacht war. Aha, ist schon klar. Jojo, du kannst mich auch mal. Da könnte ich aber jetzt mal... Obwohl, den kriege ich auch so, oder? Das ist nicht schön. Rollt mal schön weiter. Das sind 2. Ja, ja. Wo ist er denn? Da. Genau deswegen wollte ich, dass die Dinger weiterrollen. So was habe ich mir nämlich schon gedacht. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht von dem ganzen technischen Kram. Also wollen wir hier mal weitermachen, wa? Was haben wir denn? 7 Minuten für nix. Ich bin echt weit gekommen, ne? So 50 Meter. Ich hatte, ja doch, ein bisschen technischen sage ich jetzt nochmal einmal ganz kurz. Ich habe in die Nvidia-Steuerung nochmal reingeschaut halt, ne? Und, hab dann gesehen, das sollte zur besseren Bildqualität führen, laut Beschreibung. Das Ganze wird in einer höheren Auflösung gerendert, also bei älteren Spielen soll das was nutzen von der Bildqualität her. Und dann wird es auf die native Auflösung runter, also Downscaling nennt sich das, wieder runter gerendert. Und dadurch soll eine bessere Bildqualität entstehen. Ich habe das versuchsweise mal gemacht. Jetzt einfach mal. Ich will jetzt, verstehst du? Ich will dich einfach mal bleib stehen und zwar so, dass dann, genau. Weil du ja zu blöde bist, einfach mal nach vorne zu gucken, wenn jemand auf dich schießt. Nee, da gehe ich natürlich ganz normal mein Gedöns weiter. Ist logisch. So. Das ist sehr schön. Das ist auch sehr schön. Das nehmen wir auch. Und sowas sowieso, weil wir kriegen ja Hunger. Überfest. Ich weiß nicht, hat das irgendwelche... Kann man da überhaupt verhungern? Weiß ich gar nicht. Wir können mal die Waffen einsammeln. Die können wir ja entladen. So what? Das ist doch jetzt eine neue... Also. Da bin ich entdeckt. Was habe ich denn jetzt für Waffen ein? Ich bin gerade ein wenig, ach, das ist diese Obokan, hast du mir ja gesagt. Na, die jetzt, das ist ja diese... Ah, deswegen.
Also, die hier ist so und die hier ist so und das heißt, die hier, aber ich habe da zwei eingesammelt. Ja, lass mal wieder fallen. Jetzt muss ich erstmal, dass die AKM. So, jetzt gucken wir mal, was hat denn, achso, was hat denn die hier? Die hat die 656. Was hat diese dusselige Obokan 545? Warum lädst du jetzt nach? Und was hat die AKM? Die hat 545. Jetzt habe ich, jetzt weiß ich nicht mehr. Ich glaube die Obokan ja auch. Warum steht das? Da steht's doch. Also die hat die Obokan 545, da unten steht sie. Und hier steht jetzt 545 X39. So, das sind doch. Dann kommt die Obokan doch jetzt einfach mal weg. Ciao, tschüss. So. Können wir eigentlich auch mal ausprobieren. Ja, davon müsste ich ja nicht genug Munition haben. Verstehe. ...27 Schuss. Wahnsinn. Aber die würde ich dann... Habe ich die schon durchsucht? Nee. Kann ich ja mal... Warum nehme ich das nicht auch mit? Mann. So, und jetzt aber mal im Laufschritt ein bisschen nach oben hier. Es ist ja 11 Minuten für eigentlich gar nichts. Nix gut. Und die liegen da äußerst bescheiden. Hat er Boom gemacht. Und hat da oben gleich mal was mitgenommen. Sehr schön. Ah, die lagen für euch äußerst bescheiden. Okay. So. Und da können wir nämlich wieder nach Munition gucken. Aha. Auch mal gucken, was das für eine ist. Und Granata. Ich meine, die Granaten, die habe ich mir jetzt aber nicht auf irgendein Ding ins gelegt, glaube ich. Ups, was habe ich denn jetzt? Die wollte ich doch gar nicht. Wo ist sie denn? Hier, die kannst du wieder haben. Brauche ich nicht. Nein, du kannst alle wieder haben. Das jetzt? Ja. Okay. Dann kann ich ja... Ich habe ein bisschen Munition gekriegt. Wie schön. Ich kann nachladen. Aber ich wollte auch ganz gerne mal wissen... So, das ist genau jener. Und warum kriege ich jetzt... Okay, für die kriege ich eine Beschreibung. Warum nicht für die? Will er nicht veräppeln? Das ist die, die habe ich drin und die hat er mir hier unten angezeigt. Und warum? Und dann hatte ich doch noch eine. Wieso habe ich nie Obokan? Tschüss. Jetzt zeigt er mir wieder die hier an. Die ist doch drin. Ah, nee, da unten war sie. Nee, das wollte ich jetzt gar nicht. Ah, jetzt. Alles gut. So. Das ist die schlechtere. Einmal entladen und weg damit, weil die hier ist besser. So. Jetzt komme ich wieder klar. Aber ich habe da auch noch eine mit so einem Steg aufgenommen, oder nicht? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich meine, dem da. Der hat doch auch so einen Schaft gehabt. Meine ich. Ich glaube, da ist jetzt, da kommt meine Sniper zum Einsatz. Das ist vielleicht so schlecht nicht. Ich kann immer noch nicht. Warum kann ich immer noch nicht suchen? Ah, du bist ja eine Pfeife. Und jetzt bist du eine tote Pfeife. Lass das. Oh. Wo denn? Wo bist denn du? Ah, da. Ich würde dich nur ganz gern auch sehen. Nur mal so. Wo ist denn jetzt der Typ? Schwierig. Da oben drauf. Die Frage ist, wie soll das, wenn ich... Warum kann ich mit der Sniper nicht suchen? Das ist doch der Typ. Und dann ist doch da sein Kopf. Ich hoffe es. Nee.
Verdammt. Und ich hab... Jetzt habe ich meinen Schuss rausgebraten. Na super. Der Schuss für die habe ich auch noch mitgenommen. Und... Da muss ich jetzt mal ausnahmsweise so machen. Den kriege ich aber so nicht. Ich muss aber auch in diese Richtung. Das ist ja sehr unschön. Ja. Da war doch der Typ. Habe ich den mit der Sniper nicht getroffen oder was? Habe ich da jetzt gesehen? Wo ist er denn? Ich hab dich. Da ist er doch noch, oder? Wieso ist denn jetzt der Sound so leise? Und wieso sieht das hier alles so komisch aus? Hey! Und wer schießt auf mich? Verbände habe ich ja genug. Wo denn? Ach. Wieso ist der Sound so leise? Das ist ja ganz doof. Also, und überhaupt. Verdammt. Ich gehe jetzt mal nach da. Das sieht aus, als könnte ich hier hingehen. Und wieso ist hier jetzt alles so unschön? Ja. Und wo genau? Ah. Warte, ich muss nachladen. Lass das. Ich muss... Jetzt haben wir ihn. Da ist ja noch einer. Die sind doch jetzt von ganz unten gekommen, oder? Nee, Munitionstyp wollte ich nicht ändern. Ich wollte Feuerrate an sich. Wo waren das? Ach, 7, 8, 9. Also eigentlich so. Boah, ich bin auch gerade momentan total durcheinander, glaube ich. Erstmal L6 für Speichern, wa? 5, 6, so. Irgendwas habe ich nämlich jetzt richtig oder eben nicht gemacht. Das ist aber irritierend, wenn der Sound jetzt leiser ist. Ich hab keine Munition mehr. Du musst warten. Ich nehme die da. Die hat die 5,45, habe ich 90 Schuss. Hat die nicht auch 5? 5,45, die ist doch viel besser. Glaube ich. Wo ist er denn? Da. Na toll. Ich treffe mich. Mann, ich wollte hier nicht den Obelix machen. Moment, ich muss... da habe ich aber Glück gehabt. Wo ist er denn? Da. Wie? Ich treffe den gar nicht. Was ist denn das? Jetzt habe ich ihn getroffen. Hä? Aber... Ich fühle mich gerade ein wenig getrollt. Da ist ja noch einer. Wo kommt denn der weg? Was ist denn jetzt hier los? Und wieso sehen die mich nicht? Wieso habe ich den erst gar nicht getroffen? Oh, da sind ja noch zwei. Sehr unschön. Oh, ich kann schon wieder nicht. Warte mal. Wo kommt denn der jetzt? Wo ist er denn? Da. Da treffe ich nichts. Und irgendwie ist er auch blind auf beide Ohren. Was verdammt, was passiert hier? Habe ich hier noch Munition? Warum nehme ich nicht einfach mal die Pumpgun? Die ist so gut für sowas. Und wieso sehen die mich nicht? Hä? Ich bin... okay. Ich verstehe gar nichts. Hallo? Was ist denn hier los? Da ist noch einer. Super. Ja. Ich,
Ich denke, jetzt ist auf jeden Fall platt. Ist da noch einer? Das ist ja jetzt rein Zielschießen. Alle weg. Der Baum ist cool. Der gefällt mir. Ich sehe keine Sau. Finde ich gut. Aber warum? Vor allen Dingen, weil die ganzen Viecher hier auf mich zukommen. Sehr irritierend. Sehr irritierend. Aber das klären wir in der nächsten Folge. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne bei Social Media. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye-bye.